Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute stellen wir euch das Buch Die Dämonenakademie, die Prophezeiung Band 3 vor. Und der Autor des Buches ist Taran Mafrawi, der 1990 in London zur Welt kam und früh seine Leidenschaft für Geschichten entdeckte. 2013 schrieb Taran Mafrawi seinen ersten Roman, Die Dämonenakademie, der Erwählte. Der zweite Band der Dämonenakademie erreichte Platz 2 der New York Times Bestsellerliste. Die Geschichte, die wir euch in diesem Video vorstellen, ist der dritte Band der Dämonenakademie, wie wir ja auch vorhin schon gesagt haben. Das Buch erschien im Heyne Verlag und wurde aus dem Englischen ins Deutsche von Michael Pfingstel übersetzt. Außerdem hat es 528 Seiten. Die Hauptperson des Buches ist der Dämonenkrieger Fletcher. Er kämpft mit seinem Chebesh und seinem Salamander Ignatius, der sich im Laufe der Geschichte in einen Drag verwandelt, mit der Elfe Silver, in die er sich im Laufe der Geschichte verliebt, und mit den Zwergen Othello und Kress kämpft er zusammen. In der Geschichte versuchen Fletcher, Silver, Kress und Othello aus dem Ork-Dschungel zu entkommen. Wie sie in den Ork-Dschungel gelangen, erfahrt ihr in Band 2. Die Orks sind rachesüchtige Kreaturen, die Menschen, Zwerge und Elfen dauerhaft angreifen. Sie entkommen durch das große Ätherportal, was im Tempel der Orks steht. Der Äther ist eine andere Dimension, in der man keine Luft bekommt. Außer man isst bestimmte Blüten, dann ist man für eine bestimmte Zeit vor tödlicher Luft geschützt. Im Äther freunden sich die vier schnell mit einem Zaratan an. Ein Zaratan ist ein riesiger Dämon, der schwimmen kann und aussieht wie eine Schildkröte. Den seht ihr auch hier. Mit dem Zaratan reisen sie sehr lange durch den Äther, in der Hoffnung, einen Vulkan zu finden. Denn bei einem Vulkan wachsen die überlebenswichtigen Blüten, die sie ja brauchen. Da ihnen der Blütenvorrat so langsam ausging, gingen Silver und Fletcher los, um einen Vulkan zu finden. Als sie einen fanden, nahmen sie die Blüten von den Pflanzen. Kurz danach kamen die Orks auf ihren Reefern angeflogen. Allen voraus Häuptling Ork Khan auf seinem Ahul. Den Ahul, den seht ihr hier auch. Das ist ein Ahul. Khan wollte Fletchers Salamander Ignatius haben, da laut der Prophezeiung derjenige den Krieg gewinnen würde, der auch den Salamander besitzt. Silver floh mit Lysander, mit dem sie herkam. Und Fletcher kämpfte und floh mit Ignatius, der in der Lava zu einem Drag herausgewachsen war. Sie flogen über das Ende des Äthers. Dort war es sehr kalt und riesige Schlingpflanzen fraßen die Weefern mit ihren Reitern auf. Fletcher entkam jedoch. Als sie sich sicher waren, dass sie ihre Verfolger abgeschüttelt hatten, flogen sie zurück in den Äther, wo sie Silver, Kress und Othello fanden. Nun hielten die Freunde Ausschau nach einem Portal, durch das sie in die normale Welt Hominums gelangten. Sie fanden überraschend schnell ein Portal, durch das sie traten. Die Gruppe kam in einer Dämonenakademie-Stunde raus. In der Dämonenakademie wurde Fletcher und Co., die wurden über die Lage informiert. Ganz Hominum glaubt, dass Kress Fletcher mit dem Bolzen abgeschossen hatte und nicht Forsys Untertane. Mehr zu dieser Geschichte gibt es auch im Band 2, weil dies ist auch gar nicht in diesem Buch passiert. Deshalb hatten sie den Plan, in der nächsten Adeligenkonferenz den Bürger mit Hilfe von dem Tagebuch des Forsy-Untertan zu zeigen, dass Kress unschuldig ist. Dabei werden Fletcher und Silver jedoch von Raubler und Herzog Forsy aufgehalten. Fletcher gewann jedoch den Kampf gegen Herzog Forsy und Raubler. Ihre Botschaft hatte so gut wie alle Einwohner Hominums überzeugt. Und die Tage darauf erwiesen sich Menschen und Zwerge gegenseitig die Treue. In der Nacht feierten Zwerge mit Menschen zusammen. Doch von König Harold, der Vater Alfred, wollte dies verhindern. Deshalb wollte er von seinen Soldaten das Zwergenviertel stürmen lassen. Im Laufe der Zeit beschließt Fletcher, den Zwergen ein sicheres Zuhause zu geben. Deshalb lässt er sie in seiner eigenen Grafschaft Rale mit den Bewohnern Pelzes zusammenleben. Fletcher holt deshalb Soldaten, die auf das Gelände aufpassen sollen, und zieht mit den Zwergen, Bewohnern Pelzes und den Soldaten in seine Grafschaft. Im Laufe der Zeit bauen die neuen Siedler die Grafschaft Rale wieder auf. Nachdem die Siedler die Grafschaft aufgebaut hatten, begann der große Krieg. Die Orks und Kobolde griffen an.
Wie der Krieg ausgeht und ob Fletcher Khan besiegen kann, erfahrt ihr im Buch von der Dämonenakademie Band 3. Kommen wir zur Altersempfehlung. Ich würde das Buch ab 12 empfehlen, da der Kampf sehr grausam beschrieben wird und das eher für nicht so schwache Nerven geeignet ist. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Für mehr Büchervlogs. Ciao, eure Foxy Vlogs.